Sag mal, Laura, raffst du überhaupt noch irgendwas? Ja, was? Was? Alter, du klaust Katrins Handy, du hackst dich in ihren Account, du schickst einfach so ein Foto von mir raus, du benutzt Jasmin und mich für deine beschissene Rache. Sag mal, checkst du überhaupt noch irgendwas? Alles das, was dir passiert ist, das ist immer ganz besonders schlimm, ne? Aber das, was du anderen Leuten antust, das zählt überhaupt nicht, ne? Alles klar bei dir? Guck mal, das sollst du trinken. Das ist gegen deinen Schädel. Wenn was ist, sagst du Bescheid. Du bist eine Bitch, der man keinen Meter über den Weg trauen kann. Ende. Das stimmt nicht, Annie. Schick die Mail ab. Weißt du, was passieren wird? Gar nichts. Wegen morgen Abend nochmal. Wenn ich Ihnen die Unterlagen soweit vorbereite, ist es dann wirklich nötig, dass ich... Ja? Hi, hier ist Annie. Wir müssen reden. Laura hat... Ich rufe dich zurück. Ich kann jetzt nicht sprechen. Bis gleich. Können Sie mal schauen, was das für eine E-Mail ist? Ihr Passwort wurde vor einer halben Stunde geändert. Offenbar hat jemand Ihren Account gehackt. Anni. Hey. Anni, ich hab die Mail nicht abgeschickt. Katrin, ich wollte dir nur Entwarnung geben. Laura hat einen Rückzieher gemacht. Danke. Wegen morgen Abend nochmal. Bei diesem Stiftungstermin geht es darum, Herrn van Ganten zu einer 2-Millionen-Spende zu bewegen. Aber das gelingt Ihnen doch auch ohne mich. Das letzte Mal kam er mit 3 Assistenten. Wenn ich da alleine auftauche, dann macht das einen schlechten Eindruck. Ah. Wieso hat sie meinen Account überhaupt gehackt? Naja, sie hatte halt dieses bescheuerte Selfie von mir abfotografiert und wollte das an Jasmin schicken. Schickt fremde Privatfotos rum, um mich damit vor Jasmin zu diffamieren. Aber sie hat's ja noch gecheckt. Unser Ruf ist gerettet. Yay. Ja? Mit Frau Fleming und dir ist wieder alles in Ordnung? Was wird denn das jetzt hier? Du hast deinen Job so toll gemacht. Und eine neue Assistentin zu finden, das ist nicht so leicht. Ja, ich weiß. Aber nee, sorry, ich bin raus. Aber ihr findet schon jemanden. Du bist ja auch für nichts zu schade, oder? Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Da dir familiäre Erfahrungen fremd sind. Meine Tochter weiß, dass du eine Betrügerin bist. Und egal, was du ihr erzählst, es wird dir nicht gelingen, unser Vertrauensverhältnis zu zerstören. Schönen Tag noch. Ja? Entschuldigung, mir ist was wirklich Dummes passiert. Ich habe vergessen, den Projektkatalog in Auftrag zu geben und der wird jetzt nicht mehr rechtzeitig fertig werden. Das glaube ich jetzt nicht. Ich switche den ganzen Tag zwischen Assistenz- und Sales-Termin hin und her, da ist es mir einfach durchgerutscht. Schön, dass Sie das so locker nehmen. Wissen Sie was? Fahren Sie doch allein nach Neuruppin. Die Stiftung gehört nicht zu meinem Aufgabengebiet.